Manche behaupten ja, dass Alkohol den Stoffwechsel runterfahren würde, die Fettverbrennung stoppen und sogar noch den Muskelaufbau verhindern würde. Was da dran ist und ob du vielleicht doch Alkohol trinken kannst und dabei abnehmen, das erfährst du in diesem Video. Ich kann es gut verstehen. An jeder Ecke hörst du ja, dass wenn du Bier oder Wein trinkst, du zum einen natürlich unnötige Kalorien aufnimmst, dann ja eben die Fettverbrennung stoppst, vielleicht auch noch dein Training sabotierst und dann hast du es vielleicht auch noch erlebt, wenn du mal Alkohol getrunken hast, dass du am gleichen Abend oder am nächsten Tag so einen plötzlichen Heißhunger entwickelt hast und dann zu viel gegessen hast. Da wirkt es ja total logisch und plausibel, dass du am besten komplett auf jeglichen Alkohol verzichten solltest, um abzunehmen. Tatsächlich ist es aber so, dass Alkohol zwar Kalorien enthält, und zwar 7 Kalorien pro Gramm, also fast so viel wie Fett mit 9 Kalorien pro Gramm, aber auf der anderen Seite die Fettverbrennung gar nicht richtig gestoppt werden könnte. Denn wenn die Fettverbrennung im Körper wirklich komplett gestoppt werden könnte, dann würden wir auf einmal tot umkippen, weil wir keine Energie mehr zur Verfügung hätten, um den ganzen Körper zu betreiben. Die Fettverbrennung wird tatsächlich ein bisschen runtergefahren, aber nur insoweit, als dass der Alkohol jetzt so als bevorzugte praktisch Treibstoffquelle für deinen Körper zuerst verbrannt wird. Und natürlich ist es auch noch verständlich, dass wenn dir viele Leute davon berichten, dass sie jetzt auf Bier verzichtet haben und dann den Bierbauch losgeworden sind oder keinen Wein mehr trinken und auf einmal konnten sie abnehmen und die Hosen haben angefangen zu schlackern, dass du dann auch überzeugt bist davon, den Alkohol zu reduzieren oder vielleicht sogar komplett wegzulassen. Alkohol weglassen oder darauf komplett zu verzichten, bringt aber ein paar Nachteile mit sich, die dann häufig unter den Teppich gekehrt werden. Ein Nachteil ist natürlich ganz einfach, wenn du auf eine Lebensmittelgruppe oder eben hier auf Alkohol verzichtest, dann wird es gerade dadurch häufig noch attraktiver. Also dann willst du vielleicht doch noch zum Alkohol greifen und was trinken, einfach weil er verboten ist. Das heißt, du hast den Nachteil, dass es dann dadurch alleine schon eher schief geht. Zweiter Nachteil ist definitiv, dass du dann vielleicht sozial ausgeschlossen bist. Also werden entweder komische Kommentare gemacht und du willst dann doch eigentlich einen Alkohol trinken, dann vermeidest du vielleicht sogar zu den Veranstaltungen zu gehen, wo Alkohol angeboten wird. Und dann fühlst du dich entweder bei der Veranstaltung ausgeschlossen oder weil du die Veranstaltung vermeidest, vermeidest du ja vielleicht auch Freunde und Bekannte zu sehen, obwohl du das eigentlich möchtest. Das heißt, hier würde jetzt wieder deine Ernährung und das Abnehmen dein ganzes Sozialleben einschränken. Und das ja auch noch unnötig. Das Ganze kannst du dir aber sparen, wenn du verstehst, wie Alkohol wirklich sich auf die Abnahme auswirkt, also welche insgesamt 5 Effekte es gibt, wie Alkohol sich negativ auf deine Fitness und Gesundheit auswirkt, beziehungsweise auf die Abnahme. Und wenn du verstehst, wie du trotzdem Alkohol trinken kannst und dabei abnehmen. Schauen wir uns erstmal die 5 wirklichen Ursachen an, beziehungsweise Nachteile, die Alkohol hat. Alkohol ist ja etwas, das dann in flüssiger Form getrunken wird. Das heißt, flüssige Kalorien sättigen uns auch einfach nicht so sehr. Das bedeutet, du bekommst dann eher wieder Hunger, du nimmst insgesamt einfach mehr Kalorien auf. Ein zweiter Nachteil ist, dass Alkohol ja auch den Appetit anregen kann. Also deswegen werden ja auch Aperitifs kredenzt. Man neigt dann dazu, etwas mehr zu essen, weil es den Appetit einfach steigert. Ein dritter Nachteil ist dann diese Enthemmung, die dann auch dadurch einsetzt. Dann hast du dir vielleicht vorgenommen, weniger zu essen oder nur gewisse Mengen davon. Und dann, naja, dann schmeißt du diese ganzen guten Vorsätze über Bord und trinkst und isst dann doch mehr, als du geplant hast, einfach weil der Alkohol eben enthemmend wirkt. Ein vierter Effekt ist dann auch einfach die negative Auswirkung auf den Muskelaufbau. Also wenn du dann am gleichen oder am nächsten Tag trainierst, dann hast du insgesamt einen geringeren Effekt durch das Training für den Muskelaufbau. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn du Fett verlieren möchtest und Muskeln aufbauen oder eben den Körper straffen, dann hast du da einfach einen geringeren Effekt, wenn du Alkohol trinkst. Der fünfte Effekt ist dann, dass du schlechter schläfst. Das hast du vielleicht auch schon bemerkt, dass du am nächsten Tag, und wenn du viel Alkohol getrunken hast, einfach nicht so ausgeschlafen warst. Und Schlaf ist auch sehr wichtig für die Abnahme. Da gibt es auch einiges an Untersuchungen dazu, dass bei weniger Schlaf oder schlechterem Schlaf die Fettabnahme etwas langsamer ausfällt. Jetzt gibt es da einen Haufen von
Ursachen, die den Fettverlust, den Muskelaufbau, deine Fitness, deine Gesundheit, das alles negativ beeinträchtigt. Um Alkohol zu trinken und trotzdem abzunehmen oder um nicht so ausgeschlossen zu sein, dafür gibt es ja auch wieder Lösungen. Und zwar, wenn wir uns jetzt die Ursachen genauer anschauen und dann rausfinden, wie wir das Ganze umschiffen können, dann kannst du auch eine Lösung in deinem Alltag umsetzen, wo du vom Alkohol keine Angst haben musst oder befürchten musst, dass das deine Abnahme sabotiert, sondern wie du den genießen kannst und trotzdem abnimmst. Das eine ist einfach zu verstehen, dass du den Alkohol ja trinken kannst, aber die Menge beschränken kannst. Das heißt, wenn wir einen Weg finden, wie du in deinem Alltag weniger Alkohol trinken kannst, aber so, dass du dich dabei nicht eingeschränkt fühlst, dann hast du ja auch einen geringeren negativen Effekt auf die Abnahme. Also wahrscheinlich dann auch so in einem Ausmaß, wenn du es richtig machst, dass es gar nicht erst spürbar ist für deine Abnahme, also dass du weiter einfach wunderbar abnimmst, es gar nicht mitbekommst und trotzdem den Alkohol trinken kannst. Und das andere ist dann noch zu verstehen, wie du die Menge an Kalorien, die sonst durch das Trinken von Alkohol zusammenkommen würden, wie du das beschränken kannst bzw. kompensieren, so dass du einfach diesen negativen Effekt auf den Fettverlust gar nicht erst hast. Das machst du vor allem, indem du verstehst, wie viel Alkohol wo drin ist. Wenn du dir jetzt mal diese Tabelle hier anschaust, dann siehst du ja schon, wie viel Alkohol in den jeweiligen Getränken drin ist. Zum Beispiel ist Bier mit den Menge an Kalorien wesentlich schlechtere Option, als zum Beispiel zu einem Schnaps zu greifen, wo einfach mehr Alkohol pro Milliliter drin ist und damit weniger Kalorien aufgenommen werden, aber du trotzdem ein bisschen beschwipst oder vielleicht sogar betrunken wirst. Das heißt, du kannst so einiges an Kalorien sparen und trotzdem in einen erheiterten Zustand kommen oder vielleicht sogar in einen betrunkenen, wenn du das möchtest. Wenn du jetzt noch darauf achtest, dass du an so einem feuchtfröhlichen Abend nicht zu viele Kalorien zu dir nimmst, sondern darauf achtest, dass du auf eine sättigende Art und Weise deine Ernährung gestaltest, dass du halt gar nicht erst so einen Hunger entwickelst, wo dann der Alkohol dann nochmal enthemmend dazu wirkt. Also wenn du dich dann so körperlich schon davor schützt und wenn du dir auch nicht so ein Verbot gibst, dass du vom Kopf her die ganze Zeit den Alkohol möchtest, sondern einfach erlaubt ist und du wirklich das trinkst, was du möchtest, vielleicht noch ein bisschen abwägst vom Preis-Leistungs-Verhältnis, ob es von den Kalorien her passt für dich, ob du es nun möchtest oder nicht möchtest, also ob du einen Fettverlust ein bisschen langsamer haben willst oder ob du da lieber ganz gezielt dich für eine gewisse Sorte Alkohol entscheiden möchtest, dann kannst du es auch schaffen, in deinem Alltag Alkohol zu trinken, also auf Partys, einfach mal abends ein Glas Wein oder ein Feierabendbier, so wie du das möchtest, und trotzdem abzunehmen. Also wenn du das große Ganze im Blick hältst, dann ist es auch definitiv möglich, Alkohol zu trinken, den zu genießen, mit Freunden Zeit zu verbringen, also dich nicht ausgeschlossen zu fühlen, sondern dich da wohl zu fühlen und trotzdem deine Abnahmeziele zu erreichen. Wo es sich lohnt anzusetzen, ist immer je nach Person unterschiedlich. Das heißt, je nach Alltag, was du gerne trinkst, was du gerne isst. Je nachdem sollte der Plan anders aussehen bzw. dein Vorgehen. Wenn du dabei Hilfe möchtest, also rausfinden, wie du das Ganze in deinen Alltag untergebracht bekommst, auf eine Art und Weise, dass du es ganz automatisch so machst und nicht die ganze Zeit drüber nachdenken musst, dann lass uns doch einfach sprechen und wir finden zusammen raus, ob das für dich machbar ist. Du kannst dir eine Zeit zum Telefonieren mit dem Link in der Beschreibung selber aussuchen. Ich bin gespannt darauf, dich kennenzulernen.